Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Einführungsguide über Cube-World, die gerade halt in der Alpha ist. Und dann schauen wir doch erstmal uns die Optionen an, die man hier einstellen kann. Sind nicht viele, aber die reichen ja auch vollkommen. Ja, ne? Fullscreen oder Windowed kann man jetzt machen. Das mache ich jetzt nicht, weil es sonst umspringen würde. Und Auflösung etc. etc. Ja, ein bisschen Lautstärke von der Sprache, die aber noch nicht wirklich drin ist. So, okay, dann starten wir doch direkt mal unser Spiel. Ich habe natürlich schon ein bisschen was gespielt auf dem PC und dann createn wir doch mal erstmal hier schön unseren Charakter. So sieht das aus. Wir können Elfen nehmen, Menschen wie zuvor halt, Zwerge, Orks, Goblin, ja hier so ein ja, Drachen, Echse, wie auch immer. Und einen Untoten und einen Frosch. Wir nehmen uns, das denke ich mal, einen Frosch. Female kann man auch auswählen. Schön. Und es gibt die Klassen Krieger, Warrior, Ranger, sowas für einen Jäger. Mage, Magier, Rogue ist der Schurke. Und das war's auch schon. Es sollen auch noch mehr kommen, wie ich gelesen habe. Und ja, am besten starten wir mal einfach mit einem Ranger. Man kann das Gesicht hier noch ein bisschen umändern, hier noch ein Grinsen reinbauen oder so. Oder so, einfach nur den Mund auf. Passt doch. Haare kann man ändern. Naja, hier sind es jetzt die Augen scheinbar so ein bisschen. Nehmen wir den jetzt einfach. Dann könnte man noch Haarfarbe ändern. Der hat aber keine Haare. Das ist natürlich jetzt eigentlich total egal. Dann nehmen wir uns Namen hier. Test. Frosch. Ja. Und Create Charakter. So, dann haben wir den jetzt hier in der Auswahl, wie man sieht. So, und dann wähle ich ihn aus. Hier habe ich ein paar Welten erstellt. Das soll mich jetzt gar nicht so interessieren. Dann mache ich direkt mal Create New World. Seed, das ist die Nummer, wo er die Welt generiert. Die macht er ja zwar im berechneten Zufallsprinzip, aber wenn du hier, sagen wir, drei eingibst, wie ich da auch schon ein paar hab, dann kommt die Welt immer wieder raus, dieselbe. Und ja, die nehme ich natürlich jetzt auch und sag auch hier Test Realm, keine Ahnung. So, Create World. Und das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Und als nächstes werde ich euch jetzt hier die Steuerung erklären. So, da sind wir an unserem Spawn. Ja. Hier bauen sich jetzt die ganzen Klötzchen auf und der blaue Schleier haut eigentlich jetzt gleich ab. Wie man noch oben rechts sieht auf der Minimap, baut sich alles schön so zusammen. Wir drücken mal M für die Map. Da sieht man es auch genau, dass der hier gerade am Rechnen ist. Und ja, hier sieht man schon direkt eine Stadt. Dahin werden wir jetzt gleich auch mal gehen. Zu den Punkten kommen wir später, zu den Schwertern. Und ja, also. Als erstes drücken wir Escape. So, da haben wir jetzt eine kleine Auswahlliste. Drücken erstmal hier F1. Ist immer gut. So, da haben wir jetzt das Menü für die Steuerung. Man sieht's. 1, 2, 3, 4 ist für die Abilities hier unten, die wir noch nicht haben. Aber auf der linken Maustaste haben wir eine Attacke. Und auf der rechten. So. Oh, das war jetzt der rechte. Das wollte ich jetzt nicht. Ich schieße jetzt hier mit links mit der Maustaste. Man muss natürlich auch ein bisschen zielen. Und wir suchen uns jetzt mal am besten hier irgendwo mal was, wo wir drauf schießen können. Alles tote Hose. Hier ist ein Alpaka. So, da schießen wir mal hier ein bisschen drauf. Zack, zack, zack. Man sieht, wie die Mana-Punkte sich aufladen. Und dann halte ich die rechte Taste gedrückt, um die Spezialfähigkeit zu aktivieren. Es lädt sich halt auf und bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich die Mana-Punkte aufgeladen habe, und da kann ich loslassen und er führt sie aus. So, hier haben wir was gefunden. Das ist natürlich ein seltener Gegenstand, den müssen wir identifizieren. Dazu kommen wir dann später zu. So, auf jeden Fall haben wir jetzt oben immer noch F1, die ganzen Menüs. Es gibt zum Beispiel Klettern. Wie mache ich das? STRG, wenn wir irgendwo gegenspringen und man sieht, ja, ich kann hier hochklettern. Man sieht auch die Ausdauer, Stamina, ja, geht runter.
Wenn die weggeht, dann ja, das kann man ein bisschen runterfallen. So, wenn man im Fallen ist, kann man sich noch ein bisschen greifen, um Fallschaden zu vermeiden. Oder um Fallschaden zu vermeiden, könnte man auch, wie man jetzt oben rechts sieht, die mittlere Maustaste drücken. Das ist eine Ausweichrolle, um zum Beispiel Attacken auszuweichen. Wenn jemand gerade schlägt von den Gegnern, einfach mal ausweichen und man, ja, weicht dem Ganzen halt aus. Oder man klettert hier hoch. Ich würde jetzt hier mal hier runterspringen. Eine Ausweichrolle könnte man theoretisch machen. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, also den richtigen Zeitpunkt. Aber dann kriegt man keinen Fallschaden. So, oder es geht nur mit dem Gleiter, aber da schauen wir dann noch. So, als nächstes Chat, wenn man natürlich auf dem Service. Ja, aber sind wir ja gerade nicht. Wir sind ja gerade im Singleplayer. So, WASD. Ja, das ist halt hier, wie ich hier gerade rumlaufe, das ist halt Standard. Und mit der Maus drehe ich mich halt hier ein bisschen um. Aber das müsste man ja wissen, denke ich mal. Ist Standardwissen. So, es gibt F. So, ich halte dann hier eine Lampe und dann wird es hier auch ein bisschen heller. Hier können wir es unterm Baum vielleicht mal sehen. Zack, F. Dann wird es ein bisschen heller. Die ist zwar nicht so stark, aber ich werde natürlich noch einen Guide machen, wo ihr ganz schnell und leicht und billig eine richtig gute Lampe kriegen könnt. Ich werde es auch direkt hier verlinken, wenn ich das Video schon bearbeitet habe. Und ja, das wäre die Lampe gewesen. Special Item haben wir mit dem hier noch nicht. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt mal I drücke, um das Inventar aufzurufen. Hier unten links, da kann man einen Gleiter reintun und dann ein bisschen fliegen. Hier unten rechts, Pets, dazu kommen wir auch noch. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. So, Skills haben wir auf X. So, kommen wir zu den Skills. Ich habe hier zwei Spezialisierungen. Ich bin im Moment Sniper. Könnt ihr natürlich jetzt noch Scout auswählen und das lernen. Aber wenn ich das jetzt gelernt habe, muss ich das machen. Wenn ich das verlernen möchte und das andere machen möchte, ja, dann muss ich zum Klassenlehrer, den ich noch nicht wirklich gefunden habe. Aber ist ja Kleinigkeit in der Stadt, werde ich mir gleich mal umgucken. So, was haben wir noch bei den Skills vergessen? Wenn wir das hier skillen wollen, müssen wir 5 Punkte hier rein tun, um in den nächsten Baum zu kommen. So, hier auch das gleiche. 5 Punkte, dann komme ich hier rein. Danach ist es total egal, ihr könnt so viele Punkte da rein, ihr könnt hier 200 Punkte reinhauen und hier halt nur 5 haben. Das ist total egal. Hier haben wir Petmaster, das ups, Laufen ist natürlich nicht so toll. Ja, das Pet, was ihr nach der 10 könnt, wird hier halt natürlich ein bisschen stärker, also vom Leben her. Und danach, wenn ihr mindestens 5 Punkte drin habt, könnt ihr dieses Pet-Haustier auch reiten, was ihr gezähmt habt. Das finde ich ganz schön. Und wenn ihr da rein skillt, wird das natürlich dann auch schneller. So, hier haben wir Climbing, das Klettern. Da verlieren wir weniger Stamina, Ausdauer. Und wenn wir hier 5 Punkte rein haben, können wir diesen Gleiter benutzen. Den kann man im Shop kaufen für 10 Silber, wenn ich mich nicht irre. Und ja, hier unten haben wir noch Schwimmen. Ja, man kann auch im Fluss ein bisschen schwimmen, ein bisschen tauchen. Und dann könnte man theoretisch sich auch im Shop ein Boot kaufen, womit man halt segeln kann. Ja, wer es braucht, ist halt was Nettes. Ja, und was haben wir dann noch? So, wir haben Shift. Damit kann ich einfach ganz normal so ein bisschen laufen, also gehen, könnte man eigentlich nur sagen. Und ja, Mausrädchen. Reinzoomen ist nach oben, rauszoomen, ganz klar nach hinten. Ja, wie hebe ich Sachen auf? Ich habe es gerade schon aus Reflex getan. Hier irgendwo eine Pflanze aufgehoben. Hier ein Herzchen. So, man sieht es unten rechts, den Tooltip. Mit E hebe ich das Ganze auf. Wo finde ich das? Im Inventar. Hier, bei Objekte. Ist es nicht drin? Ah, hier, Ingredients. Hier ist es. Weil ich es ja erstmal verarbeiten muss, um es dann benutzen zu können. So, okay. Hier ist es drin. Gut. So.
Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pet habe oder mit jemandem sprechen will, drücke ich R. Ich laufe jetzt mal erstmal in die Stadt und zeige euch dann das Shoppen. Bis gleich.